angefangen hat eigentlich, ich habe sie bei Jugend trainiert für Olympia gesehen. Von Anfang an war dieser Ehrgeiz. Er hat ein Ziel und das will er erreichen. Schon eine krasse Wahl damals als 13-Jähriger. Und ich so, okay, das ist erst die Freiburg, ich gehe jetzt dahin, fertig. Also früher als Kind, wo ich ganz klein war, war der Sport jetzt nicht, also das war eher der Ausgleich immer. Ich war ein sehr sporttätiges Kind. Also mein Name ist Dirk Borghäfe, bin der Papa von Raffaela. Raffaela gerade mit 5,5 mit zum Fußballplatz genommen, ich als G-Jugendtrainer. Also wir halten zusammen. Ja, er war immer da. Und damals hat er mich auf den Platz gestellt mit einem Tennisball und hat mir die Wahl gelassen, ja, Fußball oder Tennis. Er hat versucht, mir trotzdem immer beides entgegenzubringen. Damals hat sie ja in der Jugendmannschaft gespielt hauptsächlich. Und dann muss sie schon gegen die männliche Generation durchsetzen. Meine Mädelsmannschaft waren alles Feldspieler. Eigentlich war ich ja auch Feldspieler bis 2013. Und dann hat mich eben der Trainer damals gesehen, hat gesagt, komm zu uns zu den Füchsetagen, aber als Torwart. Mein Name ist Lutz Riemenschnitter. Ich bin im Nachwuchsscouting bei uns in der Mädchenabteilung. Ihr hat ein Riesenproblem, ihr das klarzumachen, dass sie eigentlich die viel bessere Torhüterin ist. Es war halt die Frage, wer geht ins Tor? Und dann habe ich mich geopfert und habe halt dann irgendwann gemerkt, okay, bin gar nicht so schlecht. Ich habe das dann auch so richtig stolz in der Schule präsentiert, so, Leute, ich bin jetzt beim SC. Das war ihre erste Saison beim SC Freiburg, genauso wie für mich. Mir hat das Training mit ihr immer wahnsinnig Spaß gemacht, weil sie immer wollte. Sie wollte mindestens immer 100% geben und eher noch mehr. Da ging es ja jetzt gar nicht um eine ausgefeilte Technik, weil das war ja ein kleines Mädel. Aber da haben wir schon gesehen, dass da ein Riesenpotenzial drin ist. Sie hat sofort die Mannschaft dirigiert. Sie weiß genau, kann einen hohen Ball einschätzen, wo kommen die Bälle hin, wann muss ich mal aus dem Tor raus. Mädels spielen Fußball viel mehr als Team, verstehen sich viel mehr als Gemeinschaft. Und so sind wir einfach zusammengewachsen. Und das, was wir jetzt hier haben, ist daraus geworden. Letztendlich ist es so, dass ich im Frauen- und Mädchenfußball noch größeren Ehrgeiz erlebe als bei den Jungs. Okay, wir sind die Frauen von Deutschland, wir wollen euch was zeigen. Das Fragen ist der große Unterschied. Frauen, Mädchen fragen viel mehr im Training und während Jungs überwiegend einfach machen. Bevor die Saison letztes Jahr angefangen hat, habe ich einen Ball blöderweise auf meinen Zeigefinger bekommen. Der ist dann so doof aufgeprallt, dass mein Finger gebrochen war. Gerade das Tor hat mir am Anfang sehr gefehlt. Ich habe viel geredet mit unserer Kapitänin, aber auch mit Freunden, mit meiner Familie. Wir haben sie dann immer wieder aufgebaut, immer wieder gesagt, okay, das Leben geht weiter und du wirst wieder gesund werden und du schaffst es. Mein Ziel ist wieder, meine Nummer 1 zu ergattern oder zu erarbeiten. Aber wir sind da auch irgendwo stolz und ich bin wirklich froh, wenn ich im Dreisamstadion bin und Raffaela steht auf dem Platz als Nummer 1. Raffaela Borghäfe im Sport und Tor durch beide Arme. Auf dem Feld fühle ich mich unbesiegbar.